Ja, wir sehen hier den Schädel eines der größten Elefanten, die je auf diesem Planeten gelebt haben. Es ist ein sogenannter Elephas Anticus, ein europäischer Waldelefant von imponierender Größe, mindestens vier Meter Schulterhöhe und zehn Tonnen schwer, also wesentlich größer als alle heutigen Elefanten. Diese Elefantenart ist vor etwa 100.000 Jahren ausgestorben. Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass da der Mensch Beteiligt war. Der Schädel wurde nicht allein gefunden, nein, wir haben das gesamte Skelett dieses Elefanten und wir haben von dieser Fundstelle Zehntausende von Elefantenknochen und können mindestens 70 Elefanten rekonstruieren. Das heißt, es ist die größte und beste Altelefanten-Fundstelle, die es überhaupt weltweit gibt. Die Elefanten wurden ja ganz früh. Vier Polyphem gehalten im Griechischen. Das heißt, man dachte, es handelt sich hier um Überreste von Riesen, die ein Auge auf der Stirn haben. Aber das, was hier aussieht wie Augen, ist in Wirklichkeit. Das Nasenloch, hier setzt der große Rüssel an und dadurch atmen diese Elefanten. Die Augen sitzen hier auf der Seite und in den mächtigen Aviolen sitzen riesige Stoßzähne. Diese großen gebogenen Stoßzähne, die haben wir natürlich auch geborgen. Und diese riesigen Stoßzähne lassen sich aber hier gar nicht auslegen. Da ist das Lager zu klein, dieser Gang in unserem Lager. Und wenn man die einsetzt, dann wäre sogar hier die Decke zu niedrig. Was waren diese Stoßzähne? Hatten die die Funktion? Ja, wahrscheinlich ist es so etwas wie Imponiergehabe, nicht wie äh, wahrscheinlich sexueller Dimorphismus. Die Weibchen wählten die Bullen mit den größten Stoßzähnen und die Bullen haben auch erbittert mit diesen Stoßzähnen miteinander gekämpft. Wir sehen das an diesem gewaltigen Impact. Hier hat ein Rivale seinen Stoßzahn in den Schädel gebohrt das ist verheilt, also der Elefant hat diesen Kampf äh, durchaus überlebt. Diese Elefanten werden natürlich sehr alt und Elefanten sind auch sehr klug, wie wir wissen. Diese Elefanten zogen zu Hunderten und zu Tausenden durch diese wunderbare Steppenlandschaft dieser Warmzeit. Die Paläontologen und die Klimatologen sind sich nicht so ganz sicher mit den Archäologen, wie das zu datieren ist. Die einen argumentieren der Ausgräber vor allem auch, der Elefant, würde in die Zeit um so 200.000 bis 180.000 vor Christus natürlich datieren. Die anderen Kollegen sind relativ sicher, dass das Ganze ebenzeitlich ist, also die letzte Warmzeit, die wir erlebt haben, also etwa 120.000 vor. Für uns sind das alles riesige Zeiträume, für uns ist viel, viel wichtiger. Dass die Landschaft in dieser Zeit aussah wie die Serengeti. Dass Elefantenherden, dass Tiger oder Löwen, dass riesige Bisons hier durch die Landschaft zogen. Und für die Menschen, die hier waren, war das ein völliges Eldorado. Sie waren zwar diesen gefährlichen Tieren ausgesetzt, aber sie hatten ja das Feuer und sie hatten die Waffen, Speere und Lanzen. Sie konnten also diesen Tieren trotzen. Sie konnten diese Tiere zweifelsfrei erlegen. Und das wissen wir auch weil wir einen der großen Auerochsen gefunden haben, der erlegt wurde und zerlegt wurde und was ganz ganz spannend ist, wir fanden Haufen von Stoßzähnen und diese Haufen von Stoßzähnen sind nur so zu erklären, dass die Menschen die herausgezogen haben und aufgehäuft hatten. Sie haben also die Stoßzähne schon damals für etwas Besonderes gehalten und sozusagen thesauriert. Das wissen wir auch von einer anderen Siedlungen. Wir haben aus sehr viel späterer Zeit in Breitenbach einen eine äh, Siedlung des frühen Homo sapiens um 30.000 vor Christus und die haben aus alten Schichten der Zeit des Neandertalers solche Stoßzähne gezogen und daraus Elfenbeinschnitzereien äh, angefertigt, so wie wir heute immer noch Mammutstoßzähne verkaufen und Mammutelfenbein immer noch in Russland zumindest für Schmuck benutzt wird. Diese Elefanten sind also was ganz Besonderes. Was aber noch Beeindruckend ist fast, das sind ganz kleine Funde, nämlich hunderte von Pflanzenarten, die größte Fundstelle von Pflanzenarten, die wir überhaupt in Mitteleuropa aus solcher Zeit haben. Und zwar hunderte von Blättern und Früchten und die lassen sich nun ganz, ganz genau einschätzen. Da kann man genau sagen, in welcher Umwelt die Elefanten leben und in welchem Temperaturspielraum die lebten. in einer wärmeren, wesentlich wärmeren Umgebung als heute. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden immer von Klimawärmung, das ist völlig richtig, aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben immer noch in einem Eiszeitalter und kurze Warmzeiten, mit kurz meine ich 10.000, 20.000 Jahre werden immer von langen Eiszeiten abgelöst. Das geht seit etwa 2,6 Millionen Jahren so. Und wir wissen eigentlich gar nicht, woran das liegt. Liegt es an Sonnenaktivitäten? Liegt es an der Antarktis, dass dort eine große Landmasse ist, dass die Meeresströmungen damals gestört wurden? Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, beziehungsweise der Erdgeschichte, nicht der Menschheitsgeschichte, war sehr, sehr warm. Die Menschheitsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der Eiszeitalter, denn die spielt sich hauptsächlich in den letzten Millionen Jahren ab. Den Menschen gibt es ja erst, je nachdem, wie man es betrachtet, fünf, sechs, sieben oder vielleicht auch erst drei Millionen Jahre. Da gibt es so viele Menschenarten, dass es immer schwer ist zu entscheiden, wann ist denn die Schwelle zum Homo sapiens oder Homo sapiens sapiens überschritten.